Moin Zockerfreunde, willkommen zu einer weiteren Folge SnowRunner und es geht weiter mit weg mit dem Alten und wir müssen jetzt um diese Kurve rum. Sprit wird auch immer weniger. Ich mache das jetzt mal im Lastgang, weil wir dann langsamer sind. Ach, wofür denn? Lief doch alles bisher einwandfrei. Ja, ne? Ja. Also ich fahre jetzt wirklich so weit am Rand, wie es geht. Ich weiß nicht, wie es hinten aussieht. Oh ne, doch nicht. Ich hätte noch weiter am Rand. Ja, sieht gut aus. Ja? Ja. Warum ist da mein Licht aus? Alter, ist das Kurve selber noch nicht vorbei. Nee, die ist so noch 180 Grad Kurve. Ja, sieht doch ganz gut aus. Ja, das passt doch. Okay, schalte ich mal wieder in Automatik. Gut. Der hier nicht gleich auf der Seite, ey. Ja, warum fährst du so eng? Weil er mich gerade weggezogen hat. Und weil da eine Klippe war. Ja, gut. Geh doch. Sehr schön. Ja, läuft bis jetzt, ne? Jo. Alles chico. Ich kenne aber auch die nächste Bordeaux nicht. Ich glaube, hier kommt gar nicht mehr so viel. Ich glaube, die Brücke, die wir so mit Bravour gemeistert haben, das war schon das Schlimmste. Obwohl, boah, jetzt kommt hier nochmal so eine richtig enge Kurve. Aber das Spiel nicht. Das laggt auch gerade die ganze Zeit. Seitdem wir an der Brücke sind, laggt das Spiel manchmal so. Wenn ich die Kamera drehe, dann stottert das alles so. Okay. Oh, es wird Zeit für ein Patch. Ohne Scheiß. Ich meine, wir sind jetzt hier schon bei Folge, weiß ich nicht, 47, 48. Das, obwohl wir nicht mal. Ja gut, wir sind schon ein bisschen im Vorlauf, aber wir nehmen ja nicht wie andere Leute für 7 Tage die Woche Folgen auf, sondern wirklich nur für 4. Ja. Lassen sich ganz schön Zeit mit Updates. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wie gesagt, ich glaube, es ist immer noch nur ein oder zwei Updates sind jetzt draußen. Ich glaube sogar. Nur ein großes. Das ist dann doch schon wenig, sag ich mal. Also natürlich irgendwo auch ein gutes Zeichen, weil dann so viel nicht im Arsch ist, aber das, was uns hier so im Koop alles begegnet, ist das schon. Ah, die nächste Bredouille. Da haben wir sie. Okay. Super enge Kurve und eine Klippe. Wie sieht's von hinten aus bis jetzt? Sieht gut aus, du bist noch voll in der Spur. Da vorne kommt gleich ein Felsen, der könnte vielleicht ein bisschen eklig werden.
Ja, und das Problem ist halt auch, dass... Boah. Leckt mich am Arsch. Ach, warte mal. Ich hänge am Baum fest. Willst du jetzt zurück, oder was? Oder? Achso. Das war's schon. Ja, den solltest du rumgedrückt bekommen. Okay. Ich probier's. Okay, paar Kratzer, aber lübt. So. Also wir stellen uns auf jeden Fall besser an als mit dem anderen, also mit dem anderen Hänger. Ja. Gut, bei dem anderen war allerdings auch das Fahrwerk höher gesetzt. Und größere Reifen, ne? Das heißt, der Schwerpunkt war viel höher, glaube ich. Ja, und es war ein ganz anderer Truck. Vielleicht nicht so stabil, ja. Ja. Ich glaube, ich brauche bald Tank. So, wie viel hast du jetzt noch? 63. Ja, gut, aber... Das dauert noch einen Moment. Also ich sag mal, bei der Scheune können wir locker halt machen, wie es aussieht. Mhm. Aber die nächste enge Kurve wird jetzt... der Damm selbst sein. Das Gute ist, da kann er wenigstens schon mal nicht runterfallen. Der Hänger. Das stimmt. So, dann die Holzbrücke. Die ja hoffentlich nicht nachgibt jetzt unter dem Gewicht. Nee, die geben ja sowieso nicht nach. Die sind ja... Ah ja. Und starr. Hätte ja sein können, dass es irgendwann so ist, weißt du, so als Beispiel, das Spiel registriert, oh, er ist 10-mal rübergefahren und jetzt gibt sie ja auf einmal nach. Ja. So, man muss schön weit rechts gleich, ne? Ja. Also ich würde mich jetzt schon mal rechts, tendenziell rechts. Dass du eine Lampe da mitnimmst. Okay. Das Problem ist, hier kommt noch so eine Lampe. Ja, aber du musst jetzt rechts rüber. Und das ist sogar zu spät war. Wie hänge ich? Gut, links auch noch rechts. Okay, langsam. Er kommt. Ja. Knight Rider. Ein Mann und sein Auto. War das da nicht so? Er kommt. Knight Rider. Ja. Kennst du das ja, ne? Ja, klar. Ja. Kid. Genau. So, wir fahren über die Farm, ne? Oder hier? Ne, hier geht nicht. Ich finde das immer so geil, wenn Kid zum Beispiel ein Haus oder sowas observieren soll. Und das dann scannt und auf dem Monitor so den Grundriss vom Hauspreis gibt und die Leute, die laufen. Richtig gut. Ich habe das mal, ich weiß gar nicht, vor 2-3 Monaten oder so, habe ich das auf Amazon mal geguckt, wieder so. Mal gucken, wie gut das gealtert ist.
Ach, das war als Kind besser. So, die Frage ist, ich halte mal eben. Fahren wir jetzt weiter mit 38 Liter? Nee. Oder bleibe ich hier eben stehen und ich hole mal irgendwie was zum Tanken? Achso, ich hätte jetzt sonst auch kurz was zum Tanken geholt. Okay. Dann warten wir hier kurz auf Jan, machen dann aber kurzen Cut. Sind gleich wieder da. So, da sind wir schon wieder. Jan hat nachgetankt. Hast du mich auch repariert? Jawohl. Wunderbar. Sag, wenn du da durch bist und wieder in deinem Truck bist. Obwohl, ich kann ja schon mal vorfahren, ne? Du kannst schon mal vorfahren. Ne? Ich werde ja wahrscheinlich eh länger brauchen. Kurz beiseite. Oh, das würde ich gar nicht so laut sagen, ne? Naja, gerade bei dem Sumpf hier. Ja, du hast eine ganz andere Zugmaschine, ne? Habe ich hier. Ja, so tief war das, glaube ich, gar nicht. Nee, ich habe auch gesehen, ich habe gar keinen Schnorchel mehr hier dran. Auch das war, bevor wir hier diese Mission beginnen konnten. Irgendwie hat er mir auch mal die Hälfte meiner Upgrades, hat mir das Spiel auf einmal weggenommen. Ja, ja, ich musste mir mal kurz mit der Winde helfen. Vorne hatte ich auf einmal nicht mal mehr einen Stoßfänger dran. Und das mit dem Schnorchel. So, warte mal. Na, soll ich mal vorfahren, dass du dich an mir ziehen kannst hier, oder? Nö, ich zieh mich irgendwie am Baum. Na gut, dann fahr ich einfach mal weiter zu. Hey. Halt dich fest sonst noch. Zieh's mit der Winde. Ja, ab und zu mal. Ja, weil ich dann komplett stehen bleibe. Habe ich nicht. Nein, diesmal habe ich nicht gezogen. Ich. Müssen wir jetzt eigentlich längs? Ja, ich guck mal gleich auf die Karte, warte. Ja, ich mache mir mal eben einen Wegpunkt. Die ein bisschen Platz machen. Ölbohrgedöns. Ach du Scheiße. Genau. Das heißt, da unten. Also entweder da unten lang. Oder oben lang. Ich glaube, unten ist besser. Ich hätte jetzt oben gesagt. Ja, nee. Siehst du das? Da müssen wir durch Wasser und so durch. Und da hinten ist so eine richtig enge Kurve zwischen diesen Felsen. Nee, also ich fahre, glaube ich, lieber unten. Enge Kurve zwischen Felsen? Ich weiß nicht, wo du bist. Naja, wenn du jetzt geradeaus fährst. Genau. Dann nach oben. Dann ist da eine Kreuzung. Kurz vor diesem Kreisel. Ja. Und dann fährst du nach unten. Über Wasser. Noch weiter runter. Was noch? Ach, oben. Ach, du willst ganz oben lang. An der Hauptstraße, ja, ja. Diese kleinen Pisswege, das ist meistens scheiße. Ja, gut, hast du auch wieder recht. Ja, da oben können wir auch lang. Ich dachte, du willst jetzt da in der Mitte durch. Und das wird bös. Da, nee, da nicht. Da habe ich ja schon mit dem Scout Probleme gehabt bei der Strecke. Ja, aber da waren wir auch noch gut ausgerüstet. Aber hatte ich auch. Ach ja. Dann fährst du wieder vor? Wie du willst. Ja, mach mal.
fand ich ein bisschen angenehmer, dass ich da dann trotzdem der Winde nochmal helfen kann. Ja. Oder man kommt dann halt in den Pacific nochmal, aber ich glaube, den brauchen wir erst, wenn es auch richtig eklig wird. Also beim Pacific habe ich auch schon eine verbesserte Winde dran. Ja, ich habe mir auch angewöhnt, immer die beste reinzuhauen, die ich kann. Ja. Die aber auch, glaube ich, nicht leistungsstärker ist, sondern eigentlich nur Reichweite. Die Reichweite hat, ne? Aber ich denke mal, dass die von dem Pacific hier ja allgemein stärker ist. Ja, das sind, glaube ich, schwere Winden und wir haben hier so mittlere oder was drin. Ja, toll. Und schon hänge ich. Wo dann? Weiß ich nicht. Er kommt hier anscheinend noch nicht hoch. Lasst gar. Bin ich schon. Ich schieb mal. Nee, warte. Winde. Aber das Problem ja an der Winde manchmal, wenn du die automatisch machst, so auf F, dann setzt er sich ja manchmal so ran, wo du denkst, was soll das? Drück auf jeden Fall trotzdem mit. Also bei mir drehen alle Räder durch. Bei mir auch gerade. Ah. Na, soll ich doch mal mein P12 holen? Nee, warte. Ach, du setzt hier hinten auf. Ich setz auf. Ja, du sitzt ganz, ganz hinten mit der letzten. Okay. Hilfe oder sowas setzt du auf. Oh nein! Was ist? Ah, ja, jetzt Winde wieder gelöst. Eben. Oh, Alter. Ja, jetzt muss ich durch deinen zerklüfteten Scheiß hier noch irgendwie durch. Ey. Ach, du schaffst das schon. Ja, Mensch, der Weg war jetzt ja mal wirklich anspruchsvoll. Schon wieder. Ich kann ja fast nur noch mit Lastgang fahren hier. Ja, mach ich auch nur noch gerade. Mega ein bei mir. Was denn bitte? Was wollte ich denn eigentlich eben sagen? Achso, ja, ich finde, der Weg war jetzt noch anspruchsvoller als das Ding im Schnee. Vor allem, ich glaube, mit dem LKW hier hätten wir das Ding im Schnee auf einer halben Arschbacke abgesessen. Ja, du planierst schon wieder hier hinten mit deinem Heck. Jetzt ist wieder gut. Na, soll ich nicht doch mal drücken? Oder? Ja, noch geht alles. Problem ist immer, wenn ich bergauf den Schwung verliere, dann kann ich auch jetzt mal wieder den Berg runterfahren. Weil ich merke selber immer, dass meine Vorderachse in der Luft ist. Ich kann nicht lenken, wie ich will, da passiert eh nichts. Ja. Ich muss immer um Gas und dann kann ich lenken. Das ist ein bisschen blöd, aber damit hast du dich anscheinend die ganze Zeit arrangiert. Ja, klar. Das ist jetzt bei dem hier natürlich nicht ganz so schlimm der Fall, aber auch schon, was man aber auch bei der Größe des Anhängers, verdammt,
verstehen kann. Ach. Da hat er geträumt. Ich habe ihn dran. Oh, das kann doch nicht angehen. Er war doch dran. Also dieses Spiel, manchmal ist schlimm. So. Warum? Alter, er schließt ihn an. Und wenn ich losfahre, ist nichts mehr. Anhänger lösen, Alter. Der ist doch schon los. Ja, kannst du denn jetzt nochmal rückwärts fahren oder musst du jetzt. Warte, lass mich jetzt hier weg. Ja. Ach, jetzt habe ich die Maus nicht hier. Da kann ich nicht. Ich höre es da los. So, du hängst. Ich probiere es jetzt einfach nochmal. Dann soll ich dich nicht weiter rückwärts ziehen? Müssen wir wahrscheinlich, weil ich komme auch nicht vorwärts. Ja, dann nochmal rückwärts gehen. Hab ich. Warte. Wird nix, ne? Ich glaube, ich hole ein Pacific. Ja. Dann, liebe Leute, würde ich sagen, beende ich einmal die Folge jetzt schon mal. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir dann den Hänger mal wieder retten müssen. Na? Bis denn.